Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Shitshow, zum quasi 100% Finale von Axiom Verge 2. Ich dachte mir, nachdem ich so viele Games 100% gemacht habe, die ich nicht das 100% machen wollte, denke ich mir, hey, warum sollte ich nicht das hier jetzt auch noch fertig machen und fertig aus? So, deswegen schauen wir uns an, wie weit wir ohne irgendeinen Guide, ohne irgendwas kommen. Und im Notfall steigen wir einfach um, holen uns einen Guide. Also einen Guide im Sinne von, wir holen uns einfach eine Karte, die uns anzeigt, wo die Dinger sind. Viel Spaß. Sag mir das nicht so mit so einem Gesicht, das mache ich jetzt schon nicht. Das heißt, es ist so eine absolute Katastrophe, da 100% zu machen. Aber wie gesagt, wenn es mit Steppert wird, hole ich mir einfach eine Karte, wo mir anzeigt, wo die Dinger sind. Und werde mich dann umschauen, was ich habe, was ich nicht habe. So, Map haben wir jetzt auf jeden Fall hier noch oben was zum Holen. Ist tatsächlich eiskalt einfach nichts. Das ist einfach nur Map. Wenn du 100% machen willst, kann es Pain werden. I guess es wird Pain werden. Oh, grün fehlt uns so viel. War ich eigentlich hier schon drinnen und habe nachgeschaut? Ja, da habe ich das. Da habe ich das rechts oben gefunden noch. Kann mich dunkel erinnern. Das interessiert mich alles nicht. Okay, das hätte ich jetzt aufgedeckt. Aber was war hier? Ja, ich mehr Glück als du. Schauen wir mal. Bin jetzt nicht dafür bekannt, der Glückliche zu sein. Das hier zählt ja nicht mehr zu grün. Es müsste violett sein. Grün geht hier links oben weiter. Oh wow. Na schau, da haben wir schon mal ein Exciting gefunden, was super gut ist. Grün habe ich Map voll, das ist schön. Rot habe ich Map voll, das ist auch schön. Na? Blau, hier brauche ich die Map noch. Ah, Jesse. Oh, du hast das Spiel noch nicht fertig. Ich muss mich jetzt anstrengen, meine Goschen zu halten. Sonst bin ich wieder der Böse. Fuck. Du,
Ich habe auch das Ende gemacht und ich habe auch das Secret Ending gemacht. Aber mir fehlt es noch. Ich habe nicht die 100%. Map fertig. Map fertig. Map nicht fertig. Achso, bei Rosa gehe ich einfach jetzt davon aus, dass ich bei die Rosa eine Map ist fertig. Bei Rosa gehe ich jetzt einfach davon aus, dass mir einfach nur der letzte Raum fehlt und dass das dann die 100% sind. Das heißt, Rosa ignoriere ich jetzt fürs erste Mal. Dunkelblau oder... Ist das dunkelblau oder ist es hellblau? Es ist blau. Sorry, dass ich frage. Geht nicht darum, dass du fragst, aber es klang so wie der ärgste Vorwurf. Denkst du an, oh mein Gott, du bist immer noch nicht damit fertig? Bleh. Ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast. Ich hab's halt in meinem Kopf so gelesen. Darunter. Kann ich dort nach rechts? Nein, kann ich nicht. Ah. Oh, ich bin mit Blau nicht fertig. Achso, ich bin dort oben nicht fertig, ich sehe schon. Ah, ich kann hier. Ich müsste hier unten eigentlich durchkommen können. Ohne Faxen. Da oben ist was. Da ist ein Rätsel. Runter. Auf links runter. Fuck, das war richtig schlecht. Ich muss es anders machen. Das ist sicher scheiße. Ich muss es aktivieren und dann springen. Auf links runter. Links. Ah. Oh. Es sind 4 pro Ding. My bad. Ich dachte, es sind mehr als 4. Rechts, rechts, rechts. Und noch eins. Rechts. Rauf, links, runter, links, rechts, 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 rechts. Ah, sneaky, sneaky, sneaky. Yo, Inge. Sneaky, sneaky. Warum ist meine Kamera heute so kleiner? Habe ich die Kamera gestern kleiner gemacht wegen irgendwas? Aber wo zum Fick bin ich hier? Achso, das sind diese Special-Räume, ich verstehe. Ah, und so komme ich da hoch zu dem Map aufdecken und auch zu diesem letzten Item hier. Also nicht letzten Item hier, sondern zu diesem Item hier hinten, meinte ich. Gut, hätten wir das auch erledigt? Oh, es ist tatsächlich das letzte Item. Ich bin mit Violett fertig. Das heißt, wir können zu Blau übergehen. Bei Blau geht es mir nur am absoluten Sack.
dass ich original nur den einen Teleporter da rechts oben habe und sonst nirgendwo Teleporter sind. Wie war euer Mittwoch? Was habt ihr Schönes getrieben? It is Wednesday, my dudes. Wednesday. Ah, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Gratulation an mich. Wait a second. Hallo. Okay, so kommt man da nach hinten durch. Und da hinten wird auch was super cooles sein, wie eine Flask. Eine Medium Flask. So, hier rechts müsste ich jetzt durch sein. Frage, wo mache ich jetzt weiter? Das hier bräuchte ich auf der anderen Seite. Ich sehe schon. Dann, das heißt, wir gehen jetzt erstmal. Da gerade ein Helikopter hier drüber fliegt, heißt das, dass irgendwas Grobes passiert ist. Da hätte es eigentlich auch solche behinderten Leute, die da stehen, irgendetwas machen und sobald draußen ein Helikopter fliegt, hört ihr mit allem auf, was ihr gerade macht und beobachtet den Helikopter, was er tut. Ich habe keine Ahnung, warum ich das tue, aber ich tue es einfach jedes Mal aufs Neue. Das ist uncool. Wie zum Fick war ich hier drinnen? Da war ich hier drinnen. Komm ich sonst irgendwie dort rein? Schaut nicht danach aus. Mit anderen Worten. Wir müssen auf die andere Seite. Take me to the other side. Neben mir ist mal einer gelandet, dass ich auf dem Feld gearbeitet habe, hat alles weggepustet. Ich habe schon mal gesagt, dass ich mein neues Mikrofon mag. Ich bin happy, dass ich mir das geholt habe. Jedes Mal, wenn ich mir dann meine Watts... Oh mein Gott, ich habe meine Watts gar... Oh shit, ich habe meine Watch schon länger nicht mehr auf YouTube hochgeladen und bearbeitet. Sollte ich auch mal wieder machen. Ah, habe ich komplett drauf vergessen. Sollte ich mal wieder machen. War das nicht schlecht. Jedes Mal, wenn ich meine Stimme in den Watts höre, bin ich aufs Neue begeistert, wie viel besser das einfach klingt. Oh, das war das Ding, das ich hier gefunden habe. Das ist ein Schriftstück, das ich gelesen habe. Ich kann mich erinnern. Und hier konnte ich nicht durchkommen. Ah, deswegen. Und da haben wir das Ding. Open Sesame. Ich wollte. Da war ich schon, da brauche ich nicht drüber gehen. Mir kommt's komisch vor, dass hier nichts ist. Doch, da ist sehr wohl was. Musste ich von der Seite kommen, damit das aufgeht, aber es ist trotzdem komisch, dass hier sonst nichts ist. Kann mir nicht vorstellen. Das alles ist hier. Aber scheinbar schon. Das brauche ich auf jeden Fall. Das ist gut, dass ich hierher gekommen bin, weil dann kann ich den hier machen. Und den hier.
Nevermind, ich habe mich vertan. Da ist einfach nichts. Was, dann komm her. Dann gehen wir hier zurück. Dann haben wir zumindest den Part hier erledigt. Und von da gehe ich jetzt ins nach links. Die Viecher explodieren, weil sie Minen sind. Ich habe doch vergessen. Ah, ich müsste eins runter, müsste ich rüber. Aber wenn ich schon hier bin, dann glaube ich mal, es ist kletter. Ah. Dass ich das Ding mir hier mal anschaue. Was das ist und ob es hier irgendetwas Cooles gibt. Dem schaut nicht so danach aus. Warum war ich hier noch nicht oben? Einfach weil so halt oder? Es gibt eigentlich keinen spezifischen Grund dafür. Aber wir machen jetzt auf jeden Fall den hier, dass wir hier rüber gehen. Da sind wir jetzt in einem Raum, in den wir sonst ganz normal reinkommen hätten können und ich es einfach irgendwie geschafft habe. Ich bin eins zu tief. Fuck my life! Ich bin ein dummes Stück Scheiße. Frage ist, ich komme jetzt hier nirgendwo in der Nähe eines Portals. Okay, jetzt muss ich mich wieder hin und her porten. Wir gehen zuerst dahin. Oh, ich das markiere da eigentlich. Ich hab dort die Items fertig. Sollte jetzt nichts zu Schlimmes sein, wir können jetzt darüber gehen. Dich hierher holen. Einmal durch. Es sind halt einfach die Ladezeiten. Ich frage mich, ob die Ladezeiten auf dem PC besser sind. Nein, sind sie nicht. Ich weiß, warum sie nicht besser sind auf dem PC. Das Spiel gibt's nicht für PC. Gibt es für Schwitz und PlayStation. Achso. Nicht zu hoch gehen. Der PC-Port kommt im August oder September, glaube ich, hätte ich es gesehen, dass sie es angekündigt haben. Na, schau's dir an. Da, das hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. Ah, das war das hier. Okay, ich erinnere mich. Mehr HP. Die Frage ist, was gibt's denn hier eigentlich? Oh, ah, doch. Nichts, was ich brauche. Aber was bedeutet das? Bedeutet das, dass du doch bald Celeste spielen könntest? Betonung auf könnte. Aber ja.
Du liegst mit dieser Annahme sehr richtig. Ist auch schon, seit ich die CPU eingebaut habe, auf der Wishlist. Oh, Map habe ich auch blau schon fertig. Cool. Die Frage ist dann, warum bin ich hierher gegangen? Damit ich mich hier durchporten kann, damit ich das Ganze abkürzen kann. Das heißt, ich gehe hier, dann 1, 2, 3 Screen Transitions, ja, Transitions. Hast du mal ein riesiges Bundle auf Itch.io gekauft? Auf Itch.io habe ich noch nie was gekauft, nein. Ich habe Bundles auf anderen Seiten gekauft. Auf Itch.io habe ich mal eine Demo runtergeladen, dann habe ich gesehen, dass es die Demo auf Steam gibt und dann habe ich die Demo deinstalliert und sie auf Steam nochmal geholt, weil mir irgendwie über Steam das Ganze besser ist als über irgendeinen eigenen Client, der nur so half-ass funktioniert, besonders was die Controller-Unterstützung angeht. Ich will eigentlich gerne hier drüben mich importen. Er lässt mich aber nicht. Naja, wurscht dann. Achso, wir können uns anschauen. Ah, ist sehr gut sogar. Schade, weil da war es mit unglaublich vielen anderen Spielen für 5 Euro erhältlich. Okay, das wäre ziemlich gut gewesen. Das wäre indeed ziemlich solide gewesen. Ich bin gestern draufgekommen und habe angefangen, mal die Liste auf dem Discord wieder zu aktualisieren, was die hauptsächlich die Switch-Games angeht. Ich bin noch nicht fertig geworden, weil ich dann gesehen habe, dass ich das doch schon auch länger nicht gemacht habe und mir ist die Lust vergangen und es sind tatsächlich noch mehr Games als ursprünglich angenommen und Darmstrichen angenommen. Nein, zuerst unten. Aber theoretisch kann man das vervielfältigen, weil Itch.io keinen Launcher hat und man einfach die Exe runterladen kann. Dann habe ich aber trotzdem die Problematik, dass ich mit meinem Pro-Controller das... Achso, eventuell könnte ich schon hinkriegen mit diesem anderen Programm. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, ich wollte ja dieses Star Wars Spiel demnächst irgendwann mal anfangen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass ich ein Problem haben werde mit Switch Pro Controller das zu spielen. Ich habe mich umgesehen, ob ich mir nicht irgendeinen alternativen Controller für einen PC hole. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall so diesen komischen Stick, diesen Bluetooth Fallen Order, ja danke. Dankeschön. Diesen Bluetooth-Stick für die ganzen Controller, den man auch für die Switch sogar verwenden kann, damit man mit dem Xbox-Controller auf der Switch spielen kann. Denn damit ich in einen PC anstecke, damit ich nicht die ganze Zeit mit dem Pro-Controller verkabelt sein muss, wenn ich PC-Spiele spiele. Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir nicht den Xbox One Pro Elite 2 Series S Controller Ultra Todes hole. Der kostet halt satte 140 Euro. Und ich weiß nicht, wie gut der ist. Es ist die... Hey, ich bin fertig mit der Map, okay. Die Bewertungen gehen ziemlich stark auseinander. Heißt das, ich bin hier in der Main World fertig mit allem? Ich bin hier in der Main World fertig mit allem. Das heißt, ich muss nur noch in der Sub-World... Also, Map. Na, ja. Ich muss mich in der Subworld jetzt dann umschauen. Ob ich dieses Portal rufen kann, kann ich nicht. Das ist oben im anderen Screen.
Man kann auch Spiele in Steam irgendwie reinziehen, dass du sie über Steam standen. Ich weiß nicht, ob das reicht um Steam-Kompatibilität. Im Grunde genommen ja, es funktioniert aber nicht mit allen Games. Das ist die Sache. Das müsste man ausprobieren, ob es tatsächlich funktioniert. Im Grunde funktioniert es. Mit einigen Spielen habe ich es erlebt, dass es funktioniert. Mit anderen Spielen hat es nicht funktioniert. Andere Spiele haben nämlich wollten gar nicht starten über Steam. Also wenn man sie so in Steam reingezogen hat. Ich habe heute einen PS4-Controller von M verschenkt. Warum hast du den verschenkt? Was heißt, du konntest nicht mit uns mitspielen? Konntest du wohl, nur du wolltest nie. Das heißt, könntest du sogar mit SNES-Controller spielen, du brauchst nur sehr wenig Tasten im Spiel. Dann habe ich mehr Glück. Hey, 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 nicht alles aufs Glück schieben. Nicht alles aufs Glück schieben. Bin voll gut. Links. Nur links. Ja, nur links. Nein, also einmal hat es auch normal funktioniert. So ist dem nicht. Das schon gemacht oder warum? Aber leider nur einmal, ja, das ist richtig. Habe ich trotzdem gerade Schaden bekommen? Was soll die Scheiße? Ich habe tatsächlich eiskalt Schaden gerade bekommen. So, Map fertig. Map fertig. Map nicht fertig. Map fertig. Warum ist die Map nicht fertig? Was fehlt mir hier? Oh, crap. Hier fehlt mir tatsächlich einfach irgendetwas, was ich nicht sehe, dass es mir fehlt. Das ist geschissen. Könnte legit alles sein. Oh, grün fehlt mir sehr viel. Und daher fehlt mir das Zeug, aber da kann ich mich von hier linkporten. Glaube ich. Hoffe ich. Da ist sogar ein Portal, das ich entdeckt habe, aber nicht genutzt habe. Das ist es, das Portal brauche ich. Für dieses Portal muss ich zu dem Teleporter, weißt du was? Dann gehe ich nochmals raus. Das sind blöde Barren, die beiden, das ist ein Wahnsinn. Gehen wir daher. Warte, hat einigermaßen funktioniert. Mario Kart Double Dash aber nicht. Ich meine, im Grunde genommen kannst du das eben im Pro Controller immer noch machen, weil ich habe ja den Fehler gefunden, wie was bei dir kaputt war. Ich habe es dir, glaube ich, nur noch nicht richten können, weil du nicht konntest, nicht wolltest, whatever. Wait, da ist nix? Da ist was. Okay, dann komm her. Ich bin falsch. Ich brauche... Wait. Wenn dann den Raum drunter. Oder den drüber. Aber da gibt es scheinbar nichts. Schau ich mich mal um. Da gibt es aber auch nichts. Sichtlich.
Das heißt, das hier ist nichts. Was ist da? Aber mir kommt das so weird vor, dass hier einfach so ein Eckel fehlt. Warte mal, ich schau mal bei den Portalen hier. Das hier habe ich schon. Kann es sein, dass mir einfach irgendwo ein Scheißportal hier fehlt? Und das gefällt mir nicht, dass hier mittendrin einfach so irgendwo random ein Portal irgendwo ist. Das ist das hier. Und das ist das hier. Das ist das hier. Da gibt's nichts. Und das ist das hier. Ist richtig geschissen. Blau habe ich, grün habe ich. Da unten habe ich, glaube ich, alles. Dich habe ich. Und dich habe ich jetzt auch. So, dann Violett. Ich bin ja bei Violett stehen geblieben, weil ich Violett nicht weiß, ob ich... Das ist das. Das ist das. Das ist das. Was bist du? Das. Okay, das ist schon wieder blau. Ich muss hier bei Violett unten bleiben. Theoretisch hier unten. Was jetzt auch die 100% voll und die 80% für die Exoscene. Ich habe die Exoscene schon gestern gemacht. Ich mache jetzt doch die 100% voll. Einfach weil ich mir gedacht habe, wenn ich schon bei Kirby zum Beispiel die 100% gemacht habe und bei sonstigen Games die 100% gemacht habe. Ich hasse es einfach, die Sachen unvollendet liegen zu lassen. Keine Ahnung, es fühlt sich einfach scheiße an. So. Okay, da ist nichts. Was geschissen ist. Das ist schon wieder... Das ist nicht rosa. Kann ich das Portal da rüberziehen? Aber da wird nichts sein. Die Exoscene war eine absolute Verarschung und ich finde es unter aller Sau, was sie gemacht haben mit dem Game. Danke für den Biddy. Besser als nix, Hust, Markbot, Hust. Es war quasi nichts. Man musste während der Credits, das musste man auch noch machen. Das ist nicht die Scene einfach so dazugekommen. Während der Credits musste man Start drücken und hat eine 5 bis 10 Sekunden Szene gesehen. Das war's. Mehr nicht. Keine Erklärung, kein gar nichts. Aber ja, ich weiß nicht, was besser ist, einfach nichts herzugeben oder so einen Tritt in die Eier herzugeben. Es ist halt geschissen, es ist... Also es ist jetzt reines Pokern, wo das sein könnte.
gehen wir mal ganz links. Wir schauen uns an, ob im ganz linken Screen irgendwas zum Sehen ist oder nicht. Scheiß Mine. Wenn da ist nichts. Was suchen wir überhaupt? Die einfachste Antwort darauf ist ja. Du siehst hier... Oh, Mathe, 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 Mathe. Hier im violetten Bereich habe ich die Map nicht voll. Das hier müsste ein grünes Hackerl sein. Jedoch, wenn du schaust, gibt es hier nirgendwo diese grauen Übergänge, dass die zeigen, dass es irgendwo einen Raum gibt. Mit anderen Worten, das ist ein versiegelter Raum, so wie zum Beispiel... Zum Beispiel das hier. Der Raum ist komplett versiegelt. Warum ist er versiegelt? Man kommt hier aus dem Bereich nicht hin. Das heißt, es müsste hier auf der anderen Seite ein Portal sein, das hier rüberführt. Ich kann diese Portale bis zu einem gewissen Grad verschieben. Jetzt muss ich also blind raten, wo hier bei den Violetten hier außenrum irgendwo ein versteckter Raum ist, dass ich hier irgendwo das Portal finde, blind links, das hier in diesen Raum führt, den ich nicht sehe, wo der ist. Jessica, auf E7, danke. Das Lied ist ein fucking Banger. Warum war ich hier oben nicht? Einfach weil ich nicht nach oben geklettert bin, okay. Hey, diese Fickviecher, Alter. Witzigerweise war ich schon hier, aber ich hab... Warum bin ich da? Ah, okay, ich verstehe. Da gibt's Sinn, aber was ist da? Nichts, wirklich? Okay. So, da runter. Das hier habe ich, das ist hier nach links. Da konnte ich nicht durch, aber jetzt kann ich durch. Oh shit, ich habe eine neue Fähigkeit. Was ist das jetzt? Zaltu, your drone becomes a formidable weapon when launched with Eskiri. Was zum Fick ist Eskiri? Ist dieses weggeschleudert werden? Nein, ist es nicht.
Eskiri. Habe ich Eskiri nicht oder was ist das? Eskiri. Ah, okay, dann ist es eh das da. Okay, dann ist es einfach nur. Ah, das ist einfach der quasi hier. Wie heißt das? Screw Attack. Das ist Screw Attack von Samus. Das ist cool. Und ich sehe gerade, ich habe hier 20 Dinge. Das heißt, ich kann mir. Okay. Infection habe ich alles. Drohne. Neue Melee Attacks, ja, passt. Dann nehme ich den hier und dann habe ich auch das fertig. Das heißt, mir fehlen nur noch. Sau viele. Mir fehlen so viele von den Dingen. So, das müsste theoretisch. Ah, perfekt. Das müsste theoretisch der letzte Raum sein und grün müsste ich jetzt fertig haben vom. Von der Map her, meine ich jetzt. Bitte, danke. Map und Items, grün fertig. Ideal. 33, 15, 33, 14, 34, 15, jetzt. 34, 15. Ja, lol, come on, ernsthaft. Wie dumm ist das bitte? Das hätte ich niemals riechen können. Das ist das, was ich an diesem, was ich schon am ersten Teil ziemlich bemängelt habe. Secrets schön und gut, dass man ein paar Sachen finden kann, muss. Aber bei einigen wurde da definitiv hardcore übertrieben. Oh mein Gott. Okay, das ist dann wohl mein Fehler. Okay, nein, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, dass hier das Ding ist. Ich habe das damals gesehen, aber ich habe damals die Fähigkeit nicht gehabt oder es nicht gewusst. Whatever. Okay, aber hätte man erstmal finden müssen, den Schatz. Okay, Violett Map 4. Wird nur noch die rote Map. Das könnte auch random irgendwo sein. Oder es ist hier. Die Viecher sind einfach nur nervig. Ja, aber meint es ist nicht hier. Nächste Idee. Das ist es nicht. Das ist es auch eher nicht so. Das ist grün. Das hier ist es. Ziemlich sicher nicht, weil ich kann das Ding nicht darüber ziehen. Das hier haben wir. Daher kann es nichts sein. Daher könnte es theoretischerweise noch irgendwo anders sein.
Yo, 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 Mr. Tommy! Vielen Dank für deinen Raid! Was geht ab? Wie war noch wie Rising? Sag erst mal, wie dein Stream war, wie Rising war. Und dann muss ich dich kurz einmal quälen wegen Ding. Ich hab kurz reingeschaut. Ich hab das Game schon vor längerer Zeit gesehen. Kommt das große Aber. Ich hab nicht gewusst, was es ist und wie es ist und hab gesehen, dass das ziemlich geil ausschaut. Und jetzt muss ich dich fragen, wie es sich spielt oder fühlt. Am Ende das auf den Sack bekommen, aber gehört dazu. Okay. Wie ist dieses Death bla bla irgendwas? Eigentlich hätte ich so kontrollieren können. Hallo Bimavi. Okay, das ist es eher nicht so. Nein, das ist nicht. Dann war es nicht das da. Kann es sein, dass es wieder irgendein Portal ist, das ich nicht gesehen habe? Oder irgendeins von den... Das hier habe ich. Das hier habe ich nicht. Wait, what? Habe ich mir das nicht vorhin angesehen? Und da war nichts? Oder bin ich gerade komplett behindert? Wie geht's mir? Wie läuft's? Ja, gehen tut's ganz gut. Wie es läuft, in Ordnung. Ich habe das Spiel gestern eigentlich zu Ende gebracht, nur ich mache jetzt die 100% fertig, einfach weil ich Idiot bin. Ich war hier und es ist nicht hier. Ah ja, ich bin ein Trottel. Ich wasche, ich kann mich schon wieder erinnern. Das ist es nicht. Have a nice death ist aufgebaut wie Dead Cells und spielt sich etwas wie Hollow Knight. Also wenn es aufgebaut ist wie Dead Cells, dann bin ich schon mal nicht begeistert davon. Weil Dead Cells bin ich kein Riesenfan gewesen. Also es ist ganz cool gewesen bis 2 PC, bis ab 3 PC war es komplett für ein Arsch das Game. Das war schon... Das ist sehr vampirisch, ich liebe es, bestes Vampirspiel der Jahre. Das freut mich, Alex. Oben links ist in der Map was zu sehen, in der Breach Map. Oh mein Gott, ich bin blind! Ich bin ein blinder Volltrottel! Holy shit, wie habe ich das übersehen? Ich habe extra genau es mir angesehen und habe es einfach nicht gesehen. Ah, dieser scheiß Farbverlauf. Ich hasse es. Ich komme da nicht rein. Mit anderen Worten, ich muss auf die andere Seite und von drüben dort irgendwo rein. Ich habe das gestern nachgeschaut und habe dann drauf vergessen. Ich bin nämlich gestern drum herumgegangen und habe mir dann gedacht, da gibt's doch nichts. Also da gibt es recht wenig Abwechslung meiner Meinung nach, aber das Game fühlt sich richtig gut an, okay. Eigentlich habe ich ihn wegen Have a Nice Death gefragt, Alex. Ich
V Rising. V Rising kenne ich. Ich habe es jetzt mittlerweile. Ich habe es bei Tommy gesehen und ich habe es bei Toonie gesehen. Guck dir der Breach Map 1211 an. Da sieht man an der Map was. 1211. Ja, ich sehe es. Ich habe es. Achso, das ist verzögert. Ich habe schon gesehen. Nur meine Problematik ist, dass ich nicht weiß, wie ich hier reinkommen soll. Und auf der Seite gibt es hier kein Portal. Da gibt es kein Portal. Nein, nicht direkt wie Dead Cells, aber so von der Freischaltung. Es gibt immer 6 Etagen pro Gebiet. Die Etagen sind recht klein und nach jeder Etage kann man zufällige Etagen einwählen. Plus jedes Gebiet hat den gleichen Endboss. Ich meine, ich habe wie viele Rogue Games noch? Ich glaube, ich habe 5 oder 6 Rogue Games noch in der. Wo haben wir es denn? Rogue. Oh. 2, 4, 6, 8, 10. Und ich glaube, das sind nicht einmal alle. Also, ich habe noch ein paar Rogue Games offen, ja. Wenn du mir jetzt nicht sagst, es ist das beste Spiel, das du die letzten 15 Jahre gespielt hast, dann boah, ist nicht unbedingt. Also, jetzt übertrieben gesagt. Wenn du mir nicht sagst, oh mein Gott, du musst es unbedingt spielen, weil geil. Du sagst, es ist ganz cool, dann ist es ganz cool. Okay, wie zum Fick? Soll ich hier reinkommen? Ist überall nix. /24/22. What the fuck? Nee, ist es nicht, aber das Gameplay an sich ist schon genau mein Ding. Okay. 24/22 ist ein bisschen gar weit weg. Oh mein Gott, es ist eins der Augen, oder? Nein. Ich gehe stark davon aus, es ist hier drinnen irgendwas. Es ist eins von diesen Ruhensportalen. Hätte ich Never Ever gefunden. Hätte ich original niemals gefunden. Fehlt mir sogar ein Ding, ein Screen. Fehlt mir ein Screen und ein Item. Beides ist beschissen. Ah, stimmt, zu den Affen wollte ich ja auch. Die habe ich gesucht! So while behind the barrier, a woman came by the earlier bearing nanomachines she thought to threaten us. The barrier is a pre
caution to keep her from entering the emergence. It was Amashina Madingdong. She's the one who did this to me. This may be hard to believe, but she took my original body, though I intend to get it back. It's hard to believe. Separation of mind from body is one of our goals in the emergence. One day I hope to leverage that same technology for the good of our people. Why are you out there in this chamber, and why not with your people? The supreme purpose of the life is evolution, but our lifetimes are too short to perceive it. Even in the emergence, time passes differently. The chamber behind us, for example, is a doorway we call a time well. Beyond it, time moves faster. That is where we have settled. For some of us, it has been decades since we arrived. I come here periodically to pass the time faster. This is way I can steer the advancement of humanity on a long-term scale. So she just... Wait, Ada here? While everyone knows grows old? It must feel like when I was in the urn all those years. Everyone is gone now. Alex spielst du auch wie Rising eigentlich? Oder hast du, oder schaust du nur überall zu? Ich komme da aber nicht drüber. Komm da nicht durch. Oder ich komme von hier, von der Seite. Stimmt, das Viech gab es ja auch noch. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Viech machen soll. Da komme ich nicht drüber. Ist das mit Absicht abblockiert? Ich gehe stark davon aus. Das hier hat mir gefehlt. Aha. Na, schau da mal, Seite. Jetzt habe ich hier alles, okay, gut. Ich hätte fliegen sollen, aber nein, ich wollte einfach diese Punkte sparen. Das ist einfach nur dumm. Das ist legit dumm. Das ist kryptisch ohne Ende. Ich hätte mir merken müssen, dass da hinten dieses goldene Ding. Das ist wirklich dumm. Weißt du was? Jetzt habe ich rot alles. Warte mal. Jetzt habe ich Maps alles. Wir sind schlafen. Gute Nacht, Alex. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Da fehlt mir irgendwo ein Item. Ich glaube, jetzt wird's Zeit. Das ist ein YouTube-Video. Ich will kein YouTube-Video haben. Ihr könnt Screenshot der Map, das ist schön. Full Map, na schau's dir an. Warte mal, wo bin ich? Der Filter, whatever. Ich bin hier unten. Verstehe. Das Drone-Hover habe ich, das heißt. Das heißt, hier drüben ist was. Eventuell die Problematik ist, ich kann halt nirgendwo nachschauen. Oh, den Wall Tunnel, den habe ich tatsächlich schon geholt. Daran kann ich mich sogar erinnern, als ich das geholt habe.
Das Ding links hier oben habe ich ziemlich sicher geholt, weil da weiß ich, dass ich nämlich nochmals zurückgekommen bin. Eins von... Ich vermute mal, dass es das hier ist. Weil es heißt Break Middle Pillar und ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe. Warum habe ich dazu noch Schaden bekommen? Was soll die Scheiße? Oh. Ist schon da drinnen. Ja, es leuchtet hier. Ja, lol. Oh. Ja, das war's. Grün, habe ich alles. Rosa, habe ich alles. Violett, habe ich nicht alles. Es ist nur noch Violett, das mir fehlt. Nein, mir fehlt mehr. Okay, passt. Gehen wir über zu Violett. Und das Ding habe ich mir sicher schon geholt. Wo fange ich am besten an? Am besten hier anfangen. Und nicht durcharbeiten. Da ganz links oben, das müsste ich schon geholt haben. Ich bin gespannt, wie viele... Ach, ich hasse es einfach, die hier zu stecken. Okay, das habe ich mir schon geholt scheinbar. Gut, ich bin da, es ist links. Links. Runter. Ja, du bist mir wurscht. Links. Da fehlt mir was. Das habe ich relativ sicher nicht. Ja. Das hier fehlt mir. Ich habe mich schon gewundert, warum ich das noch gar nicht das Portal gemacht habe. Charge attacks cause a drone to fire a rolling projector. Okay, das ist cool. War es das? Nein, es war es nicht. Mist. Attract? Was heißt attract? Wait. Das ist nicht da, sondern eins links daneben. Oh mein Gott, da tatsächlich. Oh mein Gott, okay. Jetzt sehe ich's. Also ich muss eins drunter gehen. Und das dann attracten. Gut, das ist eins der Dinge, die ich gesehen habe, aber einfach nicht markiert habe, aus welchem Grund auch immer. Hätte ich von Anfang an alles markiert, was ich gesehen habe, dann wäre es definitiv einfacher gewesen. Und mir fehlt trotzdem noch was. Das ist relativ uncool eigentlich. Rechts oben. Achso. Ah, das habe ich definitiv schon. Daran kann ich mich sogar erinnern, dass ich hier extra oben war. Das ist das Haus. Alarm Exit Breach, das habe ich auch schon. Das ist hier, wäre ich eigentlich fertig. Das heißt, wir gehen nach links. Au. Wollte ich nach links und nicht nach unten. Aber ich kann auch von hier unten nach links.
Geht auch gut in Ordnung. Bin ich hier richtig? Ich bin hier richtig. Ach Gott, das habe ich nicht gesehen. Ist es das? Das ist ziemlich sicher das, weil das kommt mir nicht bekannt vor, dass ich das gemacht habe. Ziemlich asozial, muss ich schon sagen. So weit, er war so behindert. Ich hab's leider nicht gesehen, dass du's, was du geschrieben hast. Ich habe die Map offen auf dem zweiten Screen. Deswegen meine ich, ein dritter Screen wäre manchmal echt nicht schlecht, einfach so aufrecht für Chat. Sollte ich jemals umziehen und mir eine andere Wohnung, eine größere Wohnung suchen mit einem eigenen Streamraum, das wäre the dream, werde ich definitiv mir noch einen dritten Bildschirm besorgen. Wo ist denn das so heute? Spricht man vom Bär, kommt er daher. Fertig, fertig, nicht fertig, okay. So, wo fange ich an bei Blau? Irgendwo, wo ein Portal ganz am Anfang ist. Von hier? Fangen wir von hier an. Ich wundere mich, wofür diese Linien gezeichnet sind. Manche von den Sachen sind echt schwer zu entziffern. Okay, das hier fehlt mir. Deswegen sind die Linien gezeichnet. Bitte sei es das, was mir gefehlt hat und fertig aus. Natürlich nicht. Jetzt könnte ich entweder Use Sync Option Infecting Enemy. Das hätte ich auch markieren können und hätte es gefunden. Also ein paar von den Sachen bin ich quasi selbst schuld, einfach, dass ich sie nicht markiert habe. Und so aufhören, wir haben Arsch zu gehen. Dankeschön. Ach Gott. Okay, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Wobei, ich wäre schon auf die Idee gekommen, aber nicht sofort, nicht so schnell. Fehlt mir immer noch was. Accessible via world swapping through a secret passage above the safe point and arrow points your way. What the fuck? Wo ist das? Wir sind im Raum oben. Bevor ich mich deppert spiele, ich porten, ich lebe jetzt einfacher. War für Freitag etwas Specialiges geplant? Nein, du darfst ruhig abhanden kommen am Freitag. Also ich habe noch selber keine Idee, was ich am Freitag mache. So, da muss ich von der anderen Seite herkommen. Irgendwo, irgendwie. Hier waren die Sachen sind hier genauso crazy. Nicht alle, aber einige davon sind. Ah, das ist eins von denen. Einige Sachen sind echt, echt, echt dumm versteckt. Und da muss ich mich importen, jetzt sehe ich's. Und nein, die Pfeile sind nicht alle D-Pad-Rätsel. Sie zeigen an, wo versteckte Räume sind. Sie zeigen an, wo versteckte Räume sind. Also sie zeigen auch an, wo versteckte Räume sind. Jetzt verstehe ich, warum manchmal solche Pfeile da waren und ich es nicht gecheckt habe. Das hier zum Beispiel, wie hätte ich da drauf kommen sollen? Ja, Freitag bin ich, wenn dann erst mega spät da. Bist ja jetzt aber eh schon gewöhnt. Das ist richtig, bin ich schon gewohnt. Und am Samstag bist du gar nicht da. Also insgesamt bist du gar nicht da. Blau fertig. Grün fertig.
bin im Breach fertig. Ich bin im Breach fertig. Aha, Daddl. Aha, Daddl. Das war der einfachere Teil. Jetzt kommt nämlich der richtig geschissene Teil. In der Overworld. Die Sachen suchen. Die Power Matrix habe ich gefunden. Can be collected from one of the multiple locations. See also 2525 in Udumbari. Dune Fast Travel. Was ist Dune Fast Travel, Alter? Was? Habe ich doch schon gefunden. Ach so, okay, das gibt es einfach nur an mehreren Orten zum Collecten. Ich habe es jetzt verstanden. Oh, das ist schön. Die Notes kann ich zumindest nachschauen. Freedom of Ansur. Ob ich das habe. Freedom of Ansur, das habe ich. Na, immerhin. Ich gehe stark davon aus, dass ich das hier ganz oben im Eck schon habe. Weil ich das aufgedeckt habe. Ich glaube, da gab es diesen komischen Aufzug. The Student. The Student habe ich. Das habe ich auch. Royal Dagger. Der kommt mir nicht besonders bekannt vor, dass ich den habe. Das den suchen wir jetzt mal. Aha, Battle. Hochhucken kann, geht mir so auf die Nerven. Ist ein bisschen schwer zu erkennen. Ich glaube, ich bin noch einen Screen daneben. Einen Screen muss ich noch. Oh mein Gott, da ist die Wall. Oh. Okay. Hätten wir dich auch. Das war das Item, was mir gefehlt hat. Ich hab den Royal Dagger? Was ist ein Royal Dagger, Alter? Ich hab einen Dagger. Wann hab ich den aufgehoben? Absolut keine Ahnung, dass ich den aufgehoben habe, aber ist ja wurscht. Gut, blau bin ich fertig, das ist schön. Grün? Wir machen grün. Digga, warum diggerst du rum? Udo-san habe ich auf jeden Fall schon mal. Das weiß ich. So, dann gehen wir hier weiter. Dann müsste hier unten im... Genau hier.
Ah, dann muss ich den hier machen. Nein. Irgendwie so hat der Scheiß funktioniert. Dann machen wir jetzt einfach so rum. Ah, man kann es nur auf der anderen Seite zerstören, ich verstehe. Gut, kein Wunder, dass mir das gefehlt hat. Dann dort rechts. Das Ding habe ich schon geholt. Wo auch immer dieses Ding ist. Da ich hier nicht sehe, gehe ich stark davon aus, dass ich schon geholt habe. Suspension Bridge. Suspension Bridge. Was fehlt mir? Okay. Good to know. Hier nach dem hier erstmal speichern wir natürlich. Dagger, achso. Wie habe ich das da links unten verpasst? Hä, ich hab das. Hab ich mich irgendwo erschaut? Oh, Journal Entry Suspension Bridge, okay. Dann wurde ich von dem Guide verarscht. Waterfall Cave, das haben wir schon gemacht. Ansys Bracelet haben wir auch schon, das weiß ich. Animation Form Shift haben wir auch. Lake of Thoughts. Warte, wir gehen dahin, gehen dann zurück eins, damit wir schauen, ob wir da oben. Aber das haben wir sicher schon. Das wäre weird, wenn ich das nicht habe. Und in dem Game ist quasi alles weird. Müsste direkt hier was sein. Das habe ich scheinbar schon geholt. Lake of Thoughts. Dadurch, dass ich dann noch vorbeigegangen bin, gehe ich stark davon aus, dass ich das schon habe. Lake of Thoughts. Okay, das habe ich. Das Technology. Das habe ich auch. Das hier oben scheint mir ein bisschen sus zu sein. Das ist... Mir ist gerade eingefallen, ich könnte einfach die Sachen hier markieren, die ich kontrollieren möchte. Da hier oben etwas. Da hier gibt's etwas. Becoming an Arm. Da hier ist was und das hier habe ich definitiv schon.
Becoming an Arm. Ich glaube fast, dass das ist, was mir fehlt, oder? Nein, habe ich mir geholt. Ich habe es mir spät geholt. Warten und dann nach oben gehen. Darauf. Nein, nicht darauf. Darunter. Ist dann hier irgendwo rauf. Ah, das habe ich mir geholt, dann kann ich mich sogar erinnern. War original das da. Das heißt, wir gehen jetzt nach links. Ich habe jetzt eher die Befürchtung, dass ich irgendwelche von den Sachen, die ich auf jeden Fall geholt habe, auf jeden Fall nicht geholt habe. Es ist weird, wenn ich mir das nicht geholt habe. Ich habe es mir nicht geholt. Ich habe es mir nicht geholt und ich weiß genau, warum ich es mir nicht geholt habe, weil ich diese Form nicht hatte. Das ist wieder etwas, was ich mir hätte holen können und hätte ich es nur markiert. Wir sind mit grün durch. Mit pink sind wir durch. Gehen wir über zu rot. Wir gehen über zu rot. War absolut ekelhaft und ich bin eigentlich dagegen. Aber was soll's. Das habe ich auf jeden Fall geholt. Das habe ich auch auf jeden Fall geholt, weil sonst hätte ich das Portal nicht. Die Nanos hier habe ich auch. Da rechts davon, das Ding habe ich auch sehr sicher geholt. Bei Rot wird es ein bisschen schwieriger werden mit. Ich glaube, das habe ich schon. Wird es ein bisschen schwieriger werden, das gescheit durchzugehen. Kazak Assault und Sickle Ding, das habe ich ziemlich sicher gemacht. Da beim Portal, ob ich da das Ding gemacht habe, das weiß ich allerdings nicht. Nein. Weiter hoch. Ja, ich ignoriere ich einfach. Bei der Second bin ich falsch. Ich muss da noch eins hoch. Darüber. Aber meint, ich komme da nicht hin. Da habe ich diesen Kazak Assault mir geholt, das weiß ich, das sehe ich. Also das weiß ich nicht, das sehe ich einfach. Das sieht man. Das ist nicht da. Gott, ist die Gegend ekelhaft hier. Diese Scheißkugeln. Da gibt es rechts oben was? Nächsten Raum. Habe ich scheinbar schon geholt. Dann gehen wir jetzt hier durch in diesen Gang und dann müsste jetzt links unter mir auch schon was geholt sein. Ja, das habe ich schon geholt. Dann gehen wir hier hinein. Das Schwert kann ich mich genau erinnern, dass ich es mir geholt habe. Das ist erst gestern gewesen. So.
unterm Portal, so genau unter mir. Ach so, das habe ich geholt. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich das gestern geholt habe. Jetzt, wo ich es gerade sehe, weiß ich, dass ich das geholt habe. Ich weiß, was ich nicht geholt habe und das sehe ich jetzt gerade. Ich sehe nämlich hier gerade, dass es ein Puzzle hier gibt. Ein, wie Bloody es immer sagt, D-Pad-Puzzle. Definitiv nicht gemacht habe. Warte, bin ich? Da bin ich. Wo ist das? Das. Ja. Rauf, rauf, runter, runter, rauf, rauf, runter, runter. Das erfüllt mir. So, von da aus. Dangerous Ideas. Ich glaube, das habe ich. Ich habe das irgendwo schon gesehen. Dangerous Ideas. Nein, habe ich nicht. Wo ist das? Da ist es. Haben wir nicht geholt. Interessant. Warum nicht? Ich hab schon wieder aus den Augen verloren, das ist hier in... Ja, da. Doch. Dangerous Ideas ist wieder ein Journal Entry. GG, deswegen habe ich es nicht gesehen. Defeat Gooby, da habe ich den Boss defeated schon. Habe ich auch die Double X gefunden? Komme ich irgendwie drunter? Nein. So komme ich drunter. Sesam, öffne dich. Da rechts oben? Nein, falsch. Wo bin ich? Ich bin in dem Viereck. Das ist das, was ich gemacht habe. Das heißt, ich muss da runter. Shockwave the Wall, das habe ich schon gemacht. Shockwaven, ich sehe gerade nicht, dass ich Shockwaven soll. Bin ich hier richtig? 2 und 2, ja, da bin ich richtig. Wow! Okay, das ist der größte Bullshit überhaupt. Das ist Bullshit. Das ist einfach ein Rotz-Bullshit-Scheißdreck. Das ist das, was mir gefehlt hat. Es ist so ein dummer Scheißdreck. Also manche von den Secrets sind echt eine Verarschung der Sonderklasse. Manche von diesen Secrets sind einfach nur Verarschung. Hab ich? Weiß ich nicht, ob ich habe. Aber ziemlich sicher schon. Defeat Alu. Remember to hack overheat for the hacker trophy. Whatever. Es gibt keine Trophies auf Switch. Habe ich das da links? Ja, das habe ich mir geholt. Gut. Under Siege habe ich mir definitiv geholt. Bip,
Alter. Rotate dispenser to next item mal 2. Also Under Siege habe ich definitiv mir hier schon geholt. Aber wo bin ich? Ich bin im großen Raum. Under Siege müsste genau da sein, wo ich gerade bin. Da ist nichts, das heißt, ich habe mir das geholt. Was heißt Rotate? Oh mein Gott, man kann diese Dinger rotaten, dass sie... Okay. Erstens, wie hätte man das riechen sollen? Zweitens, das ist eine Freche, dass man fucking hier... ein Siegel versteckt. Das ist schon wieder... Das ist auch schon wieder so eine Verarschung. Es ist einfach nur eine Verarschung. Camel Big Breakthrough 1 habe ich. In Busch. Ist mir aber ziemlich wurscht. Bin ich da richtig? Ich bin da richtig. So, da muss ich einfach nur hier mal rauf. Und hier gibt es angeblich in einem Busch. Das hat mir gefällt. Da könnte rechts gehen, aber ich will irgendwie nach... kann hier nicht nach links gehen, ich kann runter und dann nach links gehen. Weil da drüben gibt es scheinbar in der im Waterfall gibt es ein Cave. Witzigerweise. Ja, und zwar... da. Es könnte sein, dass ich das schon gefunden habe, es könnte sein, dass ich es nicht gefunden habe. Die Chance ist für beides eigentlich groß. Also bitte, danke. Und instant gestorben. Habe ich nicht gehabt. Das hätte man sogar finden können. Da ist es sogar markiert, dass, da lasse ich sogar mit mir reden, dass das in Ordnung geht. Die bronzene Axt. Heretics Tablet. Heretics Granddaughter. Heretics Tablet habe ich. Das heißt, ich porte mich fürs erste Oh mein Gott, ich sehe gerade was. Das habe ich relativ sicher nicht. Ich wundere mich wirklich, die Leute, die das rausgefunden haben, wie haben sie das rausgefunden? Bei sowas wundere ich mich wirklich, wie sie das rausgefunden haben. Mal von da. Das ist auch so ein dummes Versteck. Auf sowas muss man mal kommen. Da war ich mir sehr sicher, dass ich das nicht habe. So, dann bohrte ich mich dahin. Dear Ernest, Lace of Thousands.
Schauen wir gleich mal. Infect Platform to Reach. Da oben gibt es scheinbar noch was. Dear Ernest habe ich. Das sind die ersten. Lace of Thousands. Das ist das da. Charge Melee habe ich definitiv. Hier über mir. Gibt's angeblich was? Was ich mir schon definitiv geholt habe, wenn ich mir das jetzt so anschaue. Ja, das habe ich. So, dann schauen wir mal. Wo bin ich? Da bin ich. Hack inside for most of these things. Da könnte es sein, dass mir hier irgendwas fehlt. Da unten gibt's was. Der Diamant leuchtet hier zumindest nicht. Was ist hier? Diamant leuchtet nicht. Achso, check insights for most of these things. Okay, ich verstehe schon. Record Loss. Habe ich. Da oben muss es was für die Drohne geben zum Holen. Das habe ich schon geholt. Daran kann ich mich sogar erinnern. Jetzt habe ich ein Problem. Müsste ich irgendwo scheinbar was verpasst haben, was übersehen haben. Wobei ich nicht weiß, was. Den großen Raum habe ich, glaube ich, nicht gecheckt. So. Da müsste hier so auf halbem Wege nach unten irgendwo ein Ding sein. Aber das habe ich mir, glaube ich, schon geholt. Das war hier. Da müsste hier... Das habe ich auch schon geholt. Was ich jetzt noch vermute, da vom Portal rechts gab es einen Boss. Und das Ding habe ich mir aber auch schon geholt, wie man sieht. Das war jetzt meine Hoffnung, dass mir das fehlt. Ah, oh, das ist das Ding. Okay, passt schon. Das habe ich mir schon geholt. Bronze-Axt habe ich definitiv, oder? Ah, eventuell das da? Wo bin ich? Alles so. Gibt ja den Kompass unten und dann so lange ausprobieren, bis man es hat. Ja, aber den Kompass, da müsste ich einfach überall durchlaufen. Jeden einzelnen Screen und nicht nur jeden einzelnen Screen, sondern jeden einzelnen Zentimeter, weil der Kompass, der reagiert ja nur, wenn man in der Nähe ist und nicht, wenn man ungefähr richtig ist. Zwei Portalen, das heißt von hier nach links durchgehend.
Das habe ich mir schon geholt. Das weiß ich, das war nämlich eines der letzten Dinge, die ich geholt habe, weil ich hier die Map Completion von der Gegend mir geholt habe hier. Diese roten Behälter holen? Oder warum sind die hier extra markiert? Gehen die auch dazu? Zumindest war es nicht das. Hier mal eins drunter. Warte mich jetzt drüber. Ja, aber dieses Höllenloch. Und das habe ich mir wohl oder übel geholt. Nachdem es auch nicht leuchtet. Terminal Breakthrough 1. Müsste das sein, das habe ich. Record Losses habe ich. Den Busch habe ich mir vorhin geholt. Das Ding habe ich mir vorhin geholt. Das Ding habe ich, das habe ich, das habe ich. Heretics Tablet habe ich, das habe ich. Das habe ich sogar auch überprüft. Den Typen habe ich getötet. Die Remote Drone habe ich geholt. Das habe ich überprüft, das habe ich überprüft. Das heißt, das Einzige, was ich theoretisch nicht überprüft habe. Ich glaube, zwei Sachen, die ich nicht überprüft habe. Ich davon ausgegangen bin, dass ich sie habe. Weil ich die erst kürzlich geholt, also das hier habe ich definitiv erst kürzlich geholt. Und da auch hier nichts leuchtet gerade. Ja, das Ding habe ich hier geholt, das weiß ich nämlich. Das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist hier ganz rechts oben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich... Nein, ich bin nicht ziemlich sicher, dass ich hierher geflogen bin. Okay, das hat mir gefehlt. Ich bin ein Trottel. Da habe ich das mit was anderem verwechselt. Das war's. Da. Grün dann, rot dann, blau dann. Das andere Grün dann, Violett dann, Rosa dann, dann bleibt jetzt nur noch das Beschissenste, nämlich das Blaue. Warum ist das Blaue das Beschissenste? Weil es einfach... Okay, what? Wie komme ich denn da zum Start wieder? Gar nicht. Ich port mich zuerst einmal, dann lass mich kurz mal was ausprobieren. Speichern, bitte, danke schön. Rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, links, rechts. Wow. Auch das gibt's also.
99% und 99%, das gefällt mir gut. Das gefällt mir sehr gut. Ich wollte sagen, das gefällt mir nicht, aber ich habe vergessen, dass die 100% Map wird sein, wenn ich... hoffentlich ist das, wenn ich das diesen Final Boss Raum betrete. So, jetzt habe ich ein... Hier angeblich ein Passwort. Passwort Tool. Was ich hier nicht sehe. Interessanterweise. Whatever. Attack Speed nehme ich. Boomerang Damage nehme ich. Ich nehme ich. Und da fehlen mir also nur noch zwei. Also zwei Dinger fehlen mir auf jeden Fall. Warum zum Fick bin ich hier nach unten geportet worden? Wenn ich mich hier nach oben geportet habe, was soll die Scheiße jetzt? Hast du Drecksack gespeichert, was ich überhaupt speichern wollte? Ich hoffe schon. Wenn nicht, muss ich gleich warnen. Ja, okay, hast du. So, jetzt kommt der Schlimmste. Das rechts habe ich. Wir müssen ihn ein bisschen kleiner machen, weil wir müssen jetzt groß. Holy shit. Jetzt habe ich die Problematik, es könnte halt legit über fucking alles sein. Okay, das Ding hier habe ich schon eingenommen. Den Kompass habe ich. Den Gudam hier unten habe ich defeated. Daran kann ich mich erinnern, weil ich habe den unter Anführungsstrichen gecheased. Habe ich Notes Goodbye. Habe ich. Den Boomerang, den habe ich. Da drüben gibt es nichts. Theoretisch gäbe es hier einen Punkt da. Aber da war... Nein, das gibt's nicht. Das habe ich mir 100%. Ich markiere es einfach mal. Aber ich bin mir 100%ig sicher, dass ich es geholt habe. Da nach links. Was? Ich speichere hier, damit du mich nicht wieder schon irgendwo anders importest. Da nach oben, das habe ich mir definitiv geholt. Daran kann ich mich nämlich erinnern, weil ich mich ewig rumgespielt habe, bis ich das geholt habe. Genauso wie ich da hier gleich alles geholt habe, soweit ich mich erinnern kann. Ja, habe ich mir gerade erst kürzlich alles geholt. Nein, habe ich nicht. Ich bin dann vorbeigegangen und habe es nicht gesehen. War klar, dass es sowas sein muss. Gut, dass ich hergekommen bin. Oh. Ich bin durch. Das war das Einzige, was mir gefehlt hat. Okay, das, was ich befürchtet habe, dass es am schlimmsten wird, ist am einfachsten und simpelsten geworden. Cool, 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 cool. GG. So. Jetzt einmal speichern. Speichern. Einen komischen Endboss machen. Fick.
Wenn ich kann, ich auf den hier machen. Fertig. Ja, das war's. Ich wollte nicht runterspringen, aber jetzt ist halt runtergesprungen. Nein! Oh, ging sich aus. Na, was geht ab, Mr. Mario Maker Süchtler? Also dich bitte festhalten, danke. Go Intra, go! Go Intra, go! Ich doch nicht. Postest nur 15 Sachen am Tag auf Twitter wegen Maker. Junge, ich werde den nicht schaffen im Endeffekt, weil der Scheiß verbuggt ohne Ende ist. Ging sich ums, naja, ums Ohrschlecken nicht, aber es ging sich aus. Perfekt. GG. Ist Inge da? Ist Mr. Spidinger da? Mr. Spidinger, Sir? Mal schauen, wie weit du noch gehen kannst. Bis was? Bis keiner mit deiner Level spielen will. Das Level, was ich derzeit baue, soll 7 bis 11 Räume bekommen. What the fuck? Schau mal, ob du es hinkriegst mit 7 bis 11 Räumen. Bedinja? Ist das Bedinja, Sir? Ist er noch da oder ist er weggepennt wieder? Zumindest im Chat ist er. Ist wirklich mal die Leute, wenn der Level nicht schaffen, die es derzeit zu versuchen? Okay. Du bist da? So, das ist jetzt die Credit Scene. Das ist die Special Ding. Wir sehen, wie Indra scheinbar ihre Tochter umarmt. Das war's. Das ist die Belohnung. Prozent. Ohne Map wäre das mal wieder nicht möglich gewesen. Never ever. Nicht einmal ansatzweise. Ja, wie Socken zu Weihnachten. Hey. Wenn ich Socken zu Weihnachten bekomme, besonders wenn ich Unterhosen zu Weihnachten bekomme, holy shit, freue ich mich darüber. Wenn du als Kind Socken zu Weihnachten bekommst, das ist ein Tritt in die Eier, ja. Aber jetzt als Erwachsener, bestes Geschenk ever. Damit hätten wir Axiom Verge 2 fertig. Fertig. Warten wir noch, dass das abbackt. Und jetzt können wir es nämlich eine schöne Unterhose. Ich will nicht deine gebrauchten, zerrissenen Unterhosen haben, Moni.
Emphasis on gebraucht. Eine mit Katzen drauf. Ich hab doch schon eine Unterhose mit Katzen drauf. Ja. Designtechnisch eine 1A++, wohl eher mit Diddle-Stickern. Der zweite schadet nicht. So, dann können wir gleich einmal Ding runterlöschen, dass wir das erledigt haben. Was wird das nächste geben? Actionverse 2 durch. Das nächste Game, aber ich glaube, das fange ich erst nächste Woche an. Ich fange es nächste Woche an, weil ich muss erst einmal meine PlayStation überhaupt an den Strom anstecken und die Kabel anstecken. Horizon Zero Dawn. Wird Horizon Zero Dawn werden. Jetzt habe ich theoretisch zwei Optionen. Hidden Through Time, aber DOS ist scheinbar nicht mehr da. Und Inge meint, er ist noch da, das heißt, er ist auch schon am müde werden. Das heißt, ich mache jetzt gleich Odyssey. Ich überlege nur gerade, ob ich noch irgendwas anderes anfangen soll. Ich habe mir es tatsächlich noch nicht fertig durchgedacht, noch nicht überlegt. Ich habe immer noch die Wünsche eurerseits im Discord, was ihr gerne sehen wollen würdet. Inges Wünsche haben wir alle erfüllt. Dossos Wünsche fast erfüllt. Da fehlt noch Planet Air Alpha. Deine Wünsche, Bloody, habe ich jetzt alle erledigt. Porky fehlt Fire Emblem. Und Jesse fehlt alles. Nein, das stimmt nicht. Jesse habe ich zumindest zwei Sachen erledigt. The Last Campfire und Under Hero. Kato, Nubaron und Dreamscaper. Dreamscaper wäre ein Rogue-Game. Kato war definitiv ein Puzzle-Game, wenn ich das richtig im Kopf habe. Warum ist ein Puzzle? Ja, Kato war Puzzle, Planet Alpha war Puzzle. Was zum Fick war Nubaron? Ah, das ist ein Plattformer. Wie lange ist Nubaron? Ich glaube, das ist ein relativ kurzes Game. Nubaron, damals. Ja, es dauert maximal 4 Stunden. Könnte ich theoretisch so anfangen. Es ist 0.40 Uhr. Na, machen wir heute Odyssey. Morgen gibt's wenn mir das Wort einfallen würde, Bingo. Morgen gibt's wieder Smash Bingo. Ja, wegen Freitag habe ich mir tatsächlich noch nichts überlegt. Da DOS noch nicht da ist, könnten wir endlich mal Multiplayer spielen und uns und Ruhe haben und super coole Multiplayer Games zocken. Nein, Spaß beiseite. Wir könnten am Freitag Nubaron anfangen. Dann ist es nächste Woche wieder fertig. Wie lange dauert Kato? Sollte mal vielleicht so die kurzen Games alle abhandeln. Kato sind Completionist Pi mal Daumen 7 Stunden. Und was wollte das so noch haben? Das war Planet Alpha. Planet Alpha. Sind auch 6,5 Stunden. Okay, das sind alle relativ kurze Games. Horizon Zero Dawn, darauf freue ich mich aber am meisten. Ich glaube, das wird. Die Problematik ist, ich glaube, wenn ich damit mal anfange, wird es mich ziemlich fesseln. Weil da, wenn ich schon sehe, dass allein nur die Main Story 30 Stunden sind und Completionist. Okay, Completionist wird nichts werden. Bei einem Open World Game gibt es einfach kein Completionist. Doch, gibt es. IFR habe ich ja wie ein Wahnsinniger gesuchtet. Das stimmt, da habe ich ja 100 Stunden reingesteckt. Wobei, da muss man bedenken, ich habe da auch
Drei, vier? Drei DLCs? Waren es drei oder vier DLCs? War dieses eine mit diesem Hub? Da war dieses asiatische. Und dieses Top-Down, okay, waren nur drei DLCs. Also, unter Abstrichen nur. Nur drei DLCs. Auf Steam gäbe es auch Beard Blade, was ich auch unbedingt spielen wollen würde. Beard Blade, das ist auch ein relativ kurzes Game, glaube ich. Ja, es sind nur 3 Stunden. Aber ich glaube, demnächst könnte ich mit irgendwelchen so Kurzprojekten anfangen. Jetzt machen wir auf jeden Fall Odyssey. Odyssey, da nähern wir uns eigentlich auch schon dem Le Grande Finale, oder? Da fehlt auch nicht mehr zu viel. So, Super Mario Odyssey. Großartiges Game. So. Perfekt. Und let's go. Ah. Und da ich mit euren Wünschen bald durch bin, werde ich euch wahrscheinlich um die nächste Runde Wünsche ausfragen. Den einzigen, den ich nicht glücklich machen kann, ist Porky mit Fire Emblem. Super Mario Odyssey! Weil Fire Emblem ist ein Omega-Riesen-Game. Emblem, ich sollte schreiben können, lernen dürfen. Main Story 50 Stunden, Completion ist 200 Stunden. Mhm. Ja. Wobei, da werde ich nicht Completionist machen. Ich bin hier fertig geworden, oder? Das war das, was ich zum Schluss abgeschlossen habe. Ja. Yep. Das heißt, das nächste ist Metro Kingdom. Oh. Während wir darüber fliegen, muss ich nochmal dieses YouTube-Video aufmachen. Ich habe das mittlerweile vergessen. Ich muss was Schönes cheesen. Ich muss was käsen. Das. Oh, der Würfel ist direkt hier. Das ist schön, dass der Würfel hier ist. Dann könnt ihr euch diese schöne Animation da mal anschauen, während ich kurz hier dieses Video vorspule. Weiß grob, wie es funktioniert. Was bist du? I came driving here with friends, but they both wandered off. Those two have the attention spans of beanies. I hope they are not running around with borrowed legs. Okay, das heißt, irgendwo hat irgendjemand
er hier auf jeden Fall daher. A kann ich hier so daher. Das I schmeiß ich. Dahin. Dahin, so. Bock ist mit allen zu glücklich, das ist nicht so wählerisch, Hauptsache Lunastream. Bling, bing, 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 WB, Mr. Dosser. Ich mach den Glitch mit den Buchstaben, ja. Okay, das war viel zu früh. Nach 200 Stunden Completion geht ja noch. Na, eher nicht so. Wenn es mein einziges Game wäre, dann wäre das vollkommen in Ordnung. Ah, das war schlecht. Bei solchen Glitches wundere ich mich immer, wer zum Fick ist auf diese Idee gekommen. Schlecht. War noch schlechter. Ein Japaner wahrscheinlich. Mit wer meinte ich jetzt nicht unbedingt welches Land, sondern... Ah, das ist sehr gut. Das sollte es sein. Ich müsste jetzt den hier machen können. Nein! Shit. Oder? GG. This game card could not be read. Kann mir recht sein, ich meine, das vorzubereiten hat jetzt nicht so lange gedauert, oder? Ging relativ schnell. Yay! Wir haben es geschafft! Jump Rope Genius! Ich bin wirklich ein absoluter Genius. So, die Frage ist, funktioniert das jetzt überhaupt, dass ich M-A-R... Das heißt der Mirau, oder?
Mario! Sehr cool. Mario signs his name. Da drüben ist der Cooper und da drüben ist... Was? Was willst du? Why can you run the big banana or place like it? You know about the action guide. Fuck off, lass mich in Ruhe, Alter. So, welchen Song willst du hören? I'm trying all those kind of music. I wonder if you might know some music that fits a certain theme. The theme is, wait for it, Revving a Tiny Engine. Das W ist falsch rum. Revving the Tiny Engine. Ich suche das Mario Kart Lied. Race. Yes, this is it. This is the music I wanted to hear. Thank you. Here it is for you. Jamming in the Metro Kingdom. GG, ich hab's voll verkackt. Oh mein Gott, das war richtig scheiße. Besonders weil ich das Motorrad nicht dabei hatte. Moped, ja. GG. Metro Kingdom Timer Challenge. Tross. Nicht Tress, nicht Trey. Tross. Das ist die neue Art und Weise, 3 zu sagen. Don't you know? Take skill, not luck. Wait, what? Den Schatz habe ich schon gemacht. Okay. Das erklärt vieles. Geschissen gewesen. Wir müssen einfach Ground Pounden hier rauf, darüber, darauf, darüber, darauf. Dann hier die Treppe rauf. Ich sagte hier die Treppe rauf. Noch weiter rauf. Fuck. Dankeschön. Warte mal, da. Wie weit komme ich da? Komme ich nur bis dahin. Bisschen grissen. Dann komme ich noch weiter hoch. Da. Und da. Und da. Oh, hi. Na schau. Getina. The buildings, the people, the taxis. There's so much to see. There's so many people here. I'm a bit overwhelmed. Oh, I almost forgot. I found a moon, power moon in the crowd. Add it to your collection. Dankeschön. Hübsches Outfit. Ich finde, die Outfits haben sie echt gut gemacht. Gefallen mir. You know what? I'm thinking about the smell of the ocean. Maybe I should visit your mama. Okay.
Crossing Lines. Und da drüben haben wir das nächste, was sehr wichtig ist. Okay, das muss irgendwas mit dem Moped sein. Mit dem Moped. Gas, gas, gas. Gas, gas, gas. Gotta step on the gas tonight. No, 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 no. Wait, 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 wait. Wo ist der Haken? Nein? Ich hätte schwören können, ich muss damit was abschießen. Nehmen wir ein anderes Moped? Full throttle scooting. Yeehaw! Motor scooter daredevil. Ich frage mich, ob ich unten jemanden getötet habe. RC Car Challenge, okay. Die muss ich wirklich machen. Hat da gerade ein Vogel geleuchtet? Nein, oder? Ich muss nicht schon wieder einen Vogel jagen, oder? Bitte nicht, ich habe keinen Bock drauf. Ich hab doch gesagt, mir kommt es komisch vor, ich bilde mir ein, dass ich hier noch eine zweite Challenge gebraucht hätte. Hey, what? Wie soll ich Gas geben und gleichzeitig lenken? Ah, oh, mit dem rechten. Okay, das habe ich verkackt. Ich mir dachte, wie soll ich mit dem linken Stick Gas geben und gleichzeitig lenken? Das geht ja nicht. Das war richtig schlecht. Das war schlecht. Ah, okay, es war gut genug. RC Car Champ! Das ist so gegrindet. Schauen wir mal, was du gegrindet hast. Anytime, Nintendo. Anytime. Nicht schlecht, 220,79. Not bad. So. Da drüben gibt es zwei Stück. Wo soll es zwei Stück da geben? Vor allem, das ist keine Pipe, das sind zwei nebeneinander. Es ist der Vogel, der Hurensvogel, ich hasse ihn so sehr. Es ist tatsächlich ein gottverdammter Vogel, da ist ein Doggo, den mag ich sehr. Gotcha, bitch. Bird traveling in the park. Okay, der travelt nur hier, das ist in Ordnung. Na boy, was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Was hast du gefunden? Zack, 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 zack.
Ah, oh, good boy, good boy. Münzen. Okay, suchen wir weiter. Komm. Erstmal Fetch. Dankeschön. Hol's. Ah, good boy. Hol's. Ah, good boy. Hol's. Oh, war's zu hoch? Brav, Docker. So, komm, such mal. Wo ist Sternchen? Ja? Ah, oh, good boy. Ah, perfekt. Found in the park, good dog. Okay, einmal spielen wir noch. Hol ihn. Ah, the goodest boy. Ich würde ihn so gerne petten können. Warum hat Nintendo das nicht eingebaut? Ich meine, dass man Fetch spielen kann, ist schon großartig. Aber noch cooler wäre es gewesen, wenn man... wenn man ihn hätte petten können. Hubschrauber Landeplatz. Gelb. Wir suchen einen Hubschrauber Landeplatz. Weißt du, wo wir von wo aus wir die beste Sicht haben? Von ganz oben. Oh. Habe ich das noch nicht? Okay, ich habe das Bild scheinbar noch nicht gesehen oder fotografiert oder whatever. Warum EO? Warum hast du ge-EO'd? Der Dogger ist doch voll cute. Aber das ist definitiv das, okay. Gut, dann haben wir zumindest das gefunden, wo es ist. Da gibt es irgendwo eine Pipe. Hier unten ist die oben, da ist sie. Gefunden. Wait, what's that? Someone looking for? Ah, ich erinnere mich. Pauline hat nach ihren drei Sachen gesucht. Und das sind die drei Sachen, die man im originalen Donkey Kong... Hello. I've been waiting for you, Mario. We heard all about your heroics in the Moon Kingdom. Truly a hero's hero. You've come a long way since we met. I wonder if you could learn a bit about me. Maybe in quiz form. Sounds fun. Here we go. Question. What is my most treasured possession? Gibt alle drei. A purse? Nein. My purse I lost it a long time ago, unfortunately. Nein, hast du nicht. Nein, nicht werfen. Dein, was? What do I plan to eat for dinner tonight? Blattsalat. That sounds kind of bitter. Probably not my thing. Wait, ich hab doch keine Ahnung. What do I just adore? Du magst Machines. Du magst Flowers. Okay, dann sind es doch Machines gewesen. Actually, I find some a bit sweeter than flowers. And it smells even better. Cake, okay. Du magst Cake. What kind of king would I like to visit most right now? Seaside. Ich hab alles falsch. Einfach alles falsch. I was actually just there, so I'm definitely not going... I'm going somewhere else, okay? What do I do on my days off? Fix machines. Match the terrible machines, the power station and I aren't even on speaking terms, haha. Okay, dann practice singing wahrscheinlich.
What am I bad with? Fixing machines. Correct. Machines I do not get along. Here we go. Question. What do you think my hobby is? Going on walks. Correct. I love the city from corner to another. I take walks to see it all. Here we go. Question. Which of these things did I actually do a long time ago? Captured by ape. Correct. I knew you'd remember. I was traumatic at the time, but it helped me make me the person I am now. Here we go. Question. What kind of music do I like? Peppy. Yes. Correct. I like music that brings people together and gets them moving. That's my favorite. Thanks for taking the time to chat. It's good to catch up with old friends. I guess I'm feeling sentimental. Today is my birthday. Did you know that? No matter how old I get, I still get excited about presents. I see you have something in your hand there. Is that a purse? It's lovely. Is there a present for me? Wonderful. You figured out exactly what I wanted. I've been without a purse since I lost mine that terrible day. Please accept this in return. Nice. A request from the mayor. I'll be sure not to lose this one. Warte, das war's? Mehr gibt's nicht? So. Oh nein, da ist der Umbrella. Ella. Es hat sogar das Geräusch gemacht. Wie cool ist das denn? Magst du nicht haben? Weißt du was? Ich reloade die Stadt. Vielleicht ist das. Okay, nein, never mind. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Dann hier runter und in the pipe. Da oben ist ein Mond. Da ist Gift. Gift. Okay, ich muss finden, wo hier the hidden moon ist. The trees that whisper in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving. Carried away by a moonlight shadow, lost in a riddle last. Hä? Ah, das ist. Okay, ich muss die Blöcke aufmachen, damit es funktioniert. Ich verstehe. Und? Nice, das ist der Hidden. Reaching Pitch Black Island. Das ist super. So, wo ist der Mongo da? Hallo? Dankeschön. Alle hopp. Hallo? Wall Jump, danke. So, dann brauche ich dich. Komm her. Da drauf. Das war arschknapp. Das war viel zu knapp. Wollte ich nicht. Geh nochmal hoch. GG. Scaling Pitch Black Mountain. Boogie's back. Bin genau in die falsche Richtung gelaufen. Gratulation an mich. Bin einfach ein Genius. Geschrieben mit CH. Irgendwo ein T.
Eventuell ein scharfes S. Da drüben gibt es wieder zwei. Oh mein Gott, da ist wirklich ein Vogel, der fliegt. Oh, ich bitte dich, komm hier bei mir vorbei. Bitte, bitte komm jetzt bei mir vorbei. Nein, du biegst falsch ab, du blödes Mistviech. Ja, wie komme ich da am schnellsten rüber? Ich habe eine Möglichkeit, wie ich schnell darüber komme. Ich kann hochklettern und dann da drüber. Das ist, glaube ich, mein Plan jetzt. Und dann warte ich auf ihn dort. Einfach aus dem simplen Grund. Das ist für mich der einfachste Weg ist, wie ich zu ihm rüberkomme. Ah. Okay, da ist einfach random ein Ding. So, jetzt warten wir auf den Scheißvogel. Ah, das ist genau das da. Hanging between buildings. Alle Vöglein sind schon da. Alle Vöglein, alle. Bis auf das eine, das ich brauche. Danke Nintendo, ich weiß, wie ein Ground Pound funktioniert. Außerdem mache ich es mit ZR, nicht ZL. Er bewegt sich gar nichts, wo ist der? Warum bewegt sich der Fressvogel gar nicht? Oder ist es der Vogel, den ich schon hatte? Nein, das muss... Ah, da drüben ist ein Gemälde. Wollen wir uns fix das Gemälde? Shit, da ist der Vogel. Wo ist jetzt hin? Willst du mich verwaschen? Achso, ich muss auch noch zwei Menschen so. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie. Ich habe ihn erwischt! Ich bin ein Meister! Oh mein Gott! Und ich komme nie wieder zu diesem Mond hin. Nice. We are traveling in the city. Ja, I guess, dann machen wir mal die zwei Rennen hier. Ja, lol. Oh. Das hat sich ja null ausgezahlt. Wohin überhaupt? Gibt's hier überhaupt irgendwas zum Aufdingstern? Da. Bin ich hier richtig? Ich hab original nur... Oh. Ich bin sogar halbwegs... Oh mein Gott, der hat es sogar vor mir geschafft. Oh shit, da war schon... Oi, da war schon einer da? Ich hätte es restarten sollen. Ich wusste nicht, dass ich... So, ich muss nochmal genau schauen. Okay, irgendwie über das rechte Gebäude kann ich rüberkommen. Oh wow, das war richtig scheiße.
Okay, ich habe nur nicht die schlechten Weg gewählt. Wait, what? Nein! Wait, welchen Weg? Achso, du nimmst. Ja, das ist der rote, das ist der schlechte. Gibt's hier irgendeinen besseren Weg? Gibt es irgendwie Strom auf das mittlere Gebäude, dass ich dann... Ja, gibt es. Ah, oh shit, okay, ich hätte noch höher gehen sollen. Okay, GG. Jetzt als nächstes gehe ich dann geradeaus auf das hohe Gebäude, gehe ganz hoch und springe dann von oben links rüber. Blazing fast, bro! Metro Kingdom Regular Cup. Jetzt kommt The Master Cup. So, ich darf den Taxifahrer in der Luft nicht vergessen. Das war nicht die beste Idee, die ich bis jetzt hatte. Wie hat er das in 5 Sekunden geschafft? Oder war es gar nicht hier in 5 Sekunden? Smallland hat das hier, oder hat das, oder war das hier in 20 Sekunden? Das ist, glaube ich, realistischer. Egal. Ich habe das geschafft, was ich geschafft habe. Fertig. So. Next one. Wo gibt es diese komischen Ausguck-Dinger? Da gibt es ein Ausguck-Ding. Achso, ich muss auch noch diese komischen Hüte finden. Ah. Ah, muss ich hier einen Daxler finden? Es gibt hier nämlich mehrere Daxler. Oder weiß hier, dass ich die Sphinx finde? Shit, ich hab das Bild nicht. Ich darf das Bild nicht vergessen. Ich darf das scheiß Bild nicht vergessen. Da, da muss ich mir auch die Leute hier anschauen. Wer von denen? Sphinx in der City. Wer von denen einen komischen Hut hat? Du zum Beispiel? Hello, fellow non-head-shaped person? No? Alright, you found me. Out. Will you take this to keep quiet? Head and seek in the city. Das ist der erste gewesen, jetzt muss ich noch einen zweiten finden. I think I'll stay put on this gent and do a little sightseeing. Das Gefühl, der zweite wird auf einem, einer Frau sein.
Warum stehen hier so viele Leute an? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Hätte das schon gemacht? Nein, das hat er noch nicht gemacht. Oh mein Gott, wie fucking cool ist das denn bitte? Ich hab vergessen, welche Pipe es war. Oder gar keine Pipe in dem Fall. Doch, die. Aha. Down inside the big screen. Gott, ist das cool! One-up? Das ist quasi One-up. Kein Stern? Oh, ich bin enttäuscht. Wow, bitch. Will ich hier drunter? So, und der letzte wird da oben sein, oder? War! Okay. Ja. Was? Dann geht sich der Kack nicht aus. Okay, das ist ein absolut dirty Edge Jump. Das ist so cool gemacht, ich liebe es. Up on the big screen. Es ist so gut gemacht. Ich bin absolut begeistert davon. Großartig. So. Wir suchen einen von den komischen Viechern noch. Nicht da. Nope. Was bleibst du? One of the mayor's first orders business was to restore the power lines. Danke dafür. So, was aber auf jeden Fall wichtig ist, dass wir uns nochmal das da anschauen und screenshotten einfach mal. Dankeschön. Oh, ich muss schon wieder dann in die Wasserwelt. Eine richtig schöne Hommage. Definitiv. Aber sowas von. Ich finde, so eine Hommage hat einfach... Shit. Das hat einfach was. Was ist mit dir? Was ist? Man, I could laugh, now if only were a clown around. Oh mein Gott, das ist ja ein Scheißstern. Mond. Fucking Mond, aber. Dem steht different color. Wait. Okay, no, Moment. Vielleicht kann ich den Hydranten bewegen, um XYZ zu machen. Hä? Nice. Gib mir die Clownsfriese.
katastrophal hässlich. Aber für den Job muss es sein. Ah, wo war der Typ? No left turn, aber ich mache einen left turn. Fuck you. Ich bin hier falsch. Wo zum Fick war der? Oh, da war der. But wait, you are a clown! Haha, hilarious! Wahahaha! Aha, phew, wow, I needed that. Thanks, please take this. Hehe. Surprise, clown. Surprise, motherfucker. Yeah, I'm still laughing about it. Haha, ein Clown. Haha, witzig. Wait, what? Okay, das ist der eine. Dein Ernst? Warum? Banana Bagels. Perfect. Out of a crate in the city. Heißt das, dass der andere hier unten drinnen ist? I remember this place. I bet I still at least one Power Moon in here somewhere. Okay. Sie auch so überlegen. Yo, Tommy, vielen Dank für den Raid, vielen Dank fürs dabei sein. Eine schöne gute Nacht, mach's gut, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Das hier habe ich aber schon gemacht. Und dennoch muss hier noch einer sein. Drüben ist ein Mistkübel. Also wenn ich dich nochmal umlege. Wow, so könnte ich jedes Mal 10 Münzen farmen. Nicht, dass ich das großartig auszahle, das so zu machen. Das ist nicht das, was ich wollte. Aber interessant, dass das hier hinführt. Das habe ich komplett vergessen. Wie kann da noch was sein, wenn hier literally nichts mehr ist? Ich brauche den Namen hierfür, ich verstehe nicht, wo das sein, was sein soll. So, und irgendwo gibt es noch... Da oben sind noch zwei. Das ist noch eine Pipe.
Scheiße. Und ab dann wird es Zeit für einen Plauder, gell? Scheint nichts zu sein. Das wird sehr viel Hammerbrot-Arbeit. Mal alles so gut es geht hier clearen. Warum zum Teufel nehme ich den eigentlich mit? Gratulation an mich. Aber ihn mitzunehmen ist literally das Unnötigste, was ich hätte machen können. Ich kann hier einfach so drüber gehen. Mir hier einen nehmen. Aber hier muss ich einen auf jeden Fall mitnehmen. Weil da drüben ist definitiv der Secret Stern. Mond. Mond. Swinging Scaffolding Break. Ow, bitch. Einfach skippen. Swinging, Scaffolding, Jump! So, jetzt geht's zum Plauder Guy und den Ausfragen. Uns fehlt ein Typi mit dem Kappball. Wer weiß, wo der ist? Und der eine, bei dem ich nicht weiß. Reparking Leap of Faith. Okay, dann ist der Parkplatz da oben auch wieder. Hat and Seek in the crowd. Okay. Also, oh mein Gott. Okay, jetzt weiß ich, was Sache ist. So, zwei Sachen. Erstens, wir gehen hier mal drauf. Ich glaube, da ganz oben war ein Moped. Was ist mit dir? Achso, der hat Höhenangst. Möchte bitte noch weiter hoch. Ganz oben müsste es das Moped geben. Und ich muss dann... Genau dahin, weil der will die ganze Zeit, dass ich einen Scooter dahin parke, das ist der andere. Zählt das nicht? Jetzt zählt's. Congrats, you are the very first customer to park your motor scooter here. Dankeschön. Free parking, a leap of faith. Come again. So, und dann weiß ich jetzt, was Sache ist bei dem da hinten. Bin nicht auf die Idee gekommen. Dabei habe ich sogar laut ausgesprochen, was ich eigentlich suche. Ich bin trotzdem nicht auf die Idee gekommen. So, wir gehen jetzt erst einmal ganz da nach hinten. Und beobachten jetzt von der anderen Seite. Gotcha, bitch! How did you find me? I turned backward and everything. We'll take this to just pretend you didn't find me. Dankeschön. Hat and Seek in the crowd. So, perfekt.
Ich weiß, dass mir das Gemälde fehlt. Gemälde. Die Frage ist, was mir denn noch fehlt. Powering up the power plant. Ah, ich muss schon wieder runter. Das ist scheinbar das Letzte, das mir fehlt. Ich finde es cool, dass ich das hier geschafft habe, ohne Toad zu konsultieren. Hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert mit der Stadt. Nein, ich bin hier falsch. Müsste ein größerer Deckel sein. Ich glaube, der ist dann dort drüben irgendwo. Der ist direkt da drüben bei der Stadt, nämlich. Also bei der Stadthalle oder da, das ist er. Der fette Deckel ist es. Gibt es dann ein Rematch mit den Plants? Es ist scheinbar da was drinnen. Die Frage ist nur, wie ich da jetzt auf die Schnelle hinkomme. Aber ich glaube, ich muss den ganzen Weg rundherum machen. Yep. Oder ich habe eine Idee. Ich mache einfach den hier, den hier, den hier, den hier, den hier, den hier. 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 Okay, da muss ich das drehen. Und dann mache ich den hier und abgekürzt und GG. Und jetzt haben wir... So, was schreibst du? Exit's over here. Der Exit ist mir gerade wurscht. So, was schreibst du? We gotta hook up a new part to the power plant, but it weighs a ton. Ah, okay, ich verstehe. I get a puzzle. Wait. Mal kurz einen Amerikaner gebrochen. Voll gemein von dir. Nein, ich bin schon wieder falsch. Also ich muss es nochmal machen. Jetzt habe ich's. GG. Nice. Yay, power up the power plant. Wer ist, was er meine Beschreibung gelesen hat, ich schaffe doch kein Level für DGR. Hast du ernsthaft in den Level DGR reingeschrieben? Warum? Also ich würde never ever bei einem meiner Level DGR dazu schreiben. Es wird doch gleich jeder meiden zu spielen. So, ist das alles gewesen oder sagst du mir noch was? Müsste jetzt alles gewesen sein. Bis auf halt das Bild. Mag ihn, aber ich bin dann nicht nach ihm zu senden. Ich hätte jetzt nicht von DGR selber. DGR selber, keine Ahnung. Ich hasse ihn nur dafür, dass er die Leute angestachelt hat, Scheiße zu bauen und einzuschicken. Sonst habe ich gegen den Typen genau nichts. Found with Metro Kingdom Art, das ist das letzte, oder? Wo ist El Capitano? Das ist da hinten. Bei der Odyssee. Da ist er. So. Danke. Ist es das letzte? Ja. Okay. Damit kann ich gut leben. Wie spät haben wir es? 1:42 Uhr. Das Bild habe ich schon gefunden. Ups, falsch. Das wollte ich. Das Bödel habe ich schon gefunden. Und schon fotografiert. Boom. 696. Nice. Bis mal schlafen. Eine wunderschöne gute Nacht, Mooney Moon. Wunderschöne Träume. Bussi aufs Bauchi. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.
So, schauen wir mal, ob wir es auf die Schnelle finden. Ah, oh, da ist dann ein Hackerl da, wenn man es fertig hat. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wo es ist. Ich muss nachschauen. Das ist eher dort drüben. Das ist nicht hier. Du wirst mich so vermissen, warum? Ich bin morgen wieder da. Ist ja nicht so, als ob ich jetzt dann 15 Monate weg bin. Sind das deine Emotes? Nein. Achso, Sakaias Emotes. Sind die neu? Oh mein Gott, der hat wirklich Bussi aufs Bauch hier als Emote. Holy shit. Hab ich gar nicht gesehen. So, Ecke. Es müsste da diese längliche Fliese sein. Ist die Frage, ob ich da richtig bin. Bin hier falsch. Ist nicht das. Was zum Fick ist das, Alter? Oh mein Gott, das ist cursed. Das ist fucking cursed. Das ist nicht hier. Dann müsste es da unten irgendwo sein. Ja, nein. Oder? Da? Nein. Haben wir nur mit Gestörten zu tun. Ich als einsame und ruhige Person. Da ist es. Ausgefunden. Found in Metro Kingdom Art. Das heißt, Metro Kingdom haben wir jetzt tatsächlich durch. Wir haben 1% Akku. Ich mache jetzt Schluss. Lake Kingdom. Fertig. Cloud, fertig. Lost. Oh, fertig. Ich kann es auch rechts oben einfach nachschauen. Wooded Kingdom fehlt mir immer noch eins. Da fehlen mir zwei? Was? Ja, das eine fehlt mir immer noch aus irgendeinem Grund. Alles. Da fehlt mir immer noch eins. Da fehlt mir. Whatever. Da. Außer, dass ich mit Mika täglich wieder Call 5 bis 8. Mehr Langeweile habe ich nicht. Wow. 9, 6, 9, 7. Voll uriniert die Zahl. So, gespeichert. Das heißt, wir können wenden. Dann haben wir heute ja super viel geschafft. Und ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. Wir haben ein weiteres Spiel sogar zu 100% abgeschlossen. Woo! Hype! Yay! Odyssey sind wir auch schon mal ein Kingdom weiter. Es ist doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Es ist definitiv, es ist noch der Mond offen. Es ist noch Dark Air Side auf dem Mond. Also es ist noch einiges offen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne gute Nacht. Macht es gut, meine Lieben. Wir sehen uns dann morgen in alter Frische mit Super Smash Bingo. Bis dahin, Peace.